aber sag ich mir Mittel. Guten Morgen. Guten Morgen. Was tun Sie denn da? Einmal die Gummidichtung sauber machen, dass die wieder in den Türrahmen da kommen. Die Türrahmen sind ja mehrere Türen, mehrere Rahmen. Rahmen wird dicker schon ab. Und dann ist der Bau komplett abgeschlossen? Bitte? Und dann ist er komplett abgeschlossen? Malertechnisch ja, aber es fehlen nur noch Toiletten, Waschbecken und Pissoir weg. Wann sollen die kommen? Noch keine Info, warum? Kann ich nicht sagen. Ja, solche goldenen Toiletten und so weiter dauern halt ein bisschen, ne? Ja. Hallo. Hallo. Wo ist Wilfried? Da ist Wilfried. Wilfried. Bitte. Bist du sicher, dass das hier alles ist, was dazu gehört? Irgendwie fehlt da noch ein Spannband drunter. Von dieser Dichtung habe ich noch nicht. Nee, keine Dichtung, scheiße. Da fehlt auch, ne? Ja, das fehlt wieder für Spannraum. Was? Okay. Dann lege ich das erstmal wieder zur Seite. Vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal wieder, ne? Was? Guck, was die hier passen, ne? Zack. Ja. Würde da unten auch mal so einfach gehen, ne? Bitte? Würde da unten auch mal so einfach gehen? Ja, wenn du passende Dichtung hast, ja. Ja, aber nein. Was? Können wir das im Fachbereich machen? Da war doch. Ja, dann falsch gemacht. Nix. Falsche Säule. Er hat nur den falschen Winkel genommen. Alles gut. Was machst du? Nee, ich will mir noch so 4 Stück oder so. Ich will mir noch 4 Stück oder so. Jetzt sind die Dichtungen oben fest. Bitte? Die Dichtungen sind jetzt oben fertig. Das ist alles fertig geworden. Was machst du jetzt hier? Folie aufsuchen, weil morgen ist die Müllabfuhr. Überall haben sie reingesteckt, ne? Ja, aber den Plan nehmen wir auch ein. Hier ist mein Schlüssel. Hallo. Moin! Wo kommst du denn her? Ich stand hier den ganzen Tag. Ist das ein altes oder muss das nochmal aufgehangen werden? Das behalte ich mir zum Abdecken. Okay. Hörst du? Doch fast alles weg hier jetzt, ne? Schrotteln packen wir da gleich da hinten bald hin. Ja. Können wir machen. Zu schieben? Ich kann schieben, ja. Ich habe nur geguckt, was du tust, weil du weg warst. Der steht verkehrt. Ja. Komm mal vorne. Weißt du, wo ich das hingemacht hätte? Komplett verkehrt. Dazwischen. Ja. Dazwischen hätte ich das gemacht. Jetzt hätte dich an der Bande machen können, normalerweise. Jetzt von dieser Seite auch köpfen können. Von der Seite. Ja. Kannst du drehen, wie los das. Komplett verkehrt hier. Versperrt komplett die Durchfahrt, ne? Ja, das sieht ja auch geil aus. Ja, bleibt nicht aus, ne? Vielleicht sollten wir noch mal gucken, ob wir das ein zweites Mal mit Udo aufbauen. Ja. Mann, das wird geholt und nicht wieder weggebracht. Ein paar Säcke raufgegangen, wa? Soll man mehr reinstecken? Ja, siehst du das nicht? Okay, richtig. Ja. Kann das sein, dass wir die falschen Säcke haben? Nee, ich sag immer, die nehmen die aber mit. Ey, das ist Geld, dann nehmen die mit. Ja? Ja. Warum schreiben die da Papier, Pappe, Zeitung drauf? Ich glaube, das sind die ganz alten Mann. Wo hast du die denn gefunden? Heizungsraum. Im Heizungsraum. Okay. Müssen wir aber dann anders zubinden, ne?
keine Bänder dran, oder? Nee. Kannst du halt rüber. Was ist denn das eigentlich hier für ein Gelöt? Was das für ein Gelöt ist da drin? Ja. Das kann Torm dir erklären. Torm, erklär mal. Was meinst du? Was ist das für ein komisches Ding? Ach so, ach, das ist. Das ist ein Düngerstreuer. Düngerstreuer. Ich dachte, die Säcke da, habe ich auch gesagt. Achso, ja, was ist denn das für eine Säcke da? Das sind Säcke. Und zwar haben wir was ausprobiert. Das ist Rasensaat. Die wurden zum Vorkeim in lauwarmes Wasser gepackt. Dann verteilt. Und die müssen jetzt noch verteilt werden. Und das Ding sieht also aus, ob es nie genutzt wird. Das angeblich ist das kaputt. Angeblich. Da musst du Udo mal fragen, weil der kennt sich damit vielleicht ein bisschen besser aus. Also mein Stand ist, da fehlt irgendein Teil oder was weiß ich nicht, und das funktioniert nicht. So wie immer. Ich habe das auch noch nie an einer anderen Stelle gesehen, seitdem ich hier bin, als da. Also nicht. Steht da einfach. Ja, die Bauern früher auch. Ja? Ja. Ist das jetzt also nur für Dünger oder was? Ja. Okay. So, ja. Aber mit Dünger haben wir hier so unsere Erfahrung. Was sind die anderen gelben? Den hattest du. Den habe ich dir gegeben. Hast du den einfach mit in den Sack reingesteckt? Nee. Unter die Folie? Ja, unter der Folie. Machst du so? Was mach ich? Knüdeln. Was für ein Ding? Hab ich auch nicht verstanden. Knüdeln! Was sind Knüdeln? Ein Knödel, ja. Knödel, ja. Da die zubinden kann, sag mal nicht. Ja. Das ist so. Ich würde einfach Panzerheld rüberballern. Nee, mach ich nicht. Mach Folie. Aua! Was? Du hast mir das Messer an die Hand gehauen. Nur gehauen. Oh, nur gehauen. So. Siehst du? Ein noch. Halt mal auf, bitte. Wo sind deine neuen Schuhe, Wilke? Zu Hause. Warum? Haben wir heute Training? Willst du zum Training haben? Ja, aus dem Spiel. Nicht so für so. Nein. Warum? Nee. Das ist wieder nasse Füße. Siehst du, haben wir da schon wieder. Jawohl. Solche Arbeiten gehören einfach auch dazu. Ist so. Ja, die gehören dazu. Genau, nehmen wir die Karre mit. Den mache ich aber nicht hier. Nee. Ich mache Platz war, ne? Mach den Waldfried da. Das Abflussrohr kurz rausziehen, weil der Wagen wird abgeholt. Über den Winter wird er zu Gosling wiedergestellt. Ja. Wegen den Witterungen und so. Mhm. Und deswegen wollte er schon mal das Rohr abmachen. Kannst du das mal rausnehmen? Hab ich was mit rausnehmen? Achso, hat er schon. Einen Schlauch abmachen, bitte. Einen Schlauch abmachen? Ja. Kann ich machen. Der ist ab. Ja, das ist gut. Wir müssen. Ach, hast du ihn schon raus? Wir brauchen dann eben Schlüssel wegen Hochkurbeln und so. Da brauchen wir ein paar Leute, ne? Um ihn zu schieben. Dann machen wir morgen ab. Ja. Dann gehen wir gleich zurück. Wir können ja morgen Abend sonst. Ich habe schon ausgeklärt. Hast du schon? Ich kann nicht in deinen Kopf reingucken. Entschuldigen Sie. Morgen ist Training. Ja, deswegen. Da wollte ich zwei dumme Eingedanken. Die ganzen Spieler. Ja. Zack. Zwei dumme Eingedanken. Als Aufwärmung. Ja. Aufwärmtraining. Toilettenwagen nach vorne schieben. Schon. Das ist oben aus den Bädern der Schutt.
Und hinten haben wir auch noch Schutt. Der kommt jetzt auch irgendwann weg. Das wollte Udo in Angriff nehmen. Dass wir das nochmal wegfahren oder da auch ein Schuttcontainer kommt. Ja, ich habe mit Ulrike schon gesprochen. Wilfried hat schon mit Ulrike gesprochen. Aber der muss davor schon entscheiden. Ja, ja, klar. Wollen wir da mitfliegen? Besser ist. Aber spät dran, die Jungs, wa? Ja, Verspätung ist er. Verspätung. Wer der Karte, Junge, oder hier? Was nun? Werden weg. Was? Die Paletten hier weg. Was Paletten? Hinten mit hin. Wieso sollen die Paletten rein? Die sind kaputt. Ja, wenn die kaputt sind, dann können die doch in den Container. Darfst du nicht. Wieso darf man das nicht? Kannst du das einmal erklären, bitte? Das sind doch keine Pfandpaletten. Nee, die sind gut. Ja, und warum darf man die nicht in den Container werfen? Mach auch nicht, das ist kein Holz. Das ist doch ein Mischcontainer. Ja, dann mach. Aber ich heb den nicht an. Oh. Machen wir mit. Ist gut. Cover an Leck. Wer hat das denn da reingemacht? Ah, Abfluss. Abflussleck, guck mal. Ganz das war natürlich gewollt, ne? Ganz so dumm, ne? Gar nicht so dumm. Den können wir doch da reinschmeißen. Du hast aber starke Männer. Morgens Training und heute Abend. Ich mache das heute Abend. Okay, die beiden. Ja. Dann mache ich heute Abend und ihr macht morgen Abend. Top. Ja, da kriegen wir hin. Ja. Und bringen wir da aber drauf. Vielleicht sollten wir das aber in den Eimern drin lassen, dann ist es einfacher nachher. Kommen wir weg. Stimmt denn nur? Das ist hier der Rasenabschnitt. So mit der Schaufel drauf gehen. Ja. Da zieht er ja komplett die da auf. Ja, weil das da nicht abläuft. Das ist alles vergammelt. Container können wir auch abholen lassen wahrscheinlich. Mal gucken, wie es ist mit dem Licht. Ne? Da ist ja überhaupt kein Licht. Das müssten wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Ja. So eine Solarlampe hatte ich auch in den Kommentaren gelesen. Das ist gar ja, nicht so der auf den Weg machen. So eine dumme Idee. Den Weg nach hinten vielleicht oder speziell an den Garagen, dass du da abends dann auch mal Licht hast, ne? Ich muss da runter, Harald, Kentop muss auch Licht rein, von hier muss auch Licht rein. Weil ab 5 Uhr ist das jetzt dunkel. Udo hat ja jetzt geübt mit den Lampen anbauen. Ja, Dinger kann man ja auch machen, ne? Ja. Ja, das wäre ja gar nicht so doof. Okay. Du kannst gleich noch ein Paket mitnehmen. Paket mitnehmen. Falls ich heute Abend das wegen meinem Termin nicht schaffe. Ja. Also voll Feierabend. Ja, ja. Ui. Willst du was mit? Ja. Ich weiß nicht, ob du das anderthalb Minuten genommen, Fuscher, ne? Ja, ja. Liegt bei mir im Auto, ja. Und eins liegt bei mir im Auto. Moritz? Das hast du vergessen. Oh, macht ja nichts. Wir sind jetzt zwei. Achso. Das war ich nicht. Meine Tasse steht noch draußen, die ich benutzt habe. Was? Kann man sogar mehr oder was? Ich krieg wieder einen Mecker, warum hier Tassen Nein. stehen. Nein! Doch! Also die Lars hat da steht jetzt immer meins. Meine Tasse ist noch in Gebrauch. Chef. Nix Chef. Nix Chef. Schon wieder auch, ja. Ja, Elternausfolge. Okay. Ja, wir haben auch die Dor. Kaffeekuchen. Zweimal. Hallo Leute, ich bin's wieder. Ich war ja in der letzten Folge Sachverständiger auf dem Sportplatz hier und hab Udo konfrontiert mit den Sachen, die er liegen gelassen hat, vergessen hat und dafür die Sicherheit der Leute hier gefährdet hat. Dafür haben wir einen kleinen Rundgang gemacht und Udo hat dann am Ende der Folge gesagt, dass er auch ein paar Punkte hat, die er Torben und Wilfried vorzuwerfen hat und die gehen wir heute mal ab. Nein. Sehr. Wollen wir?